Guten Morgen. Heute habe ich vor, die Nancy zu überraschen. Und zwar will sie ja irgendwie im Wohnzimmer einen Vintage-Pflanzen-Urban-Zimmer machen. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Und sie wollte unbedingt so einen Zitrusbaum haben. Ich habe den jetzt ausfindig gemacht. Und während Nancy jetzt schläft und denkt, ich bin schon zur Arbeit gefahren, werde ich den jetzt besorgen und den aufstellen. Und wenn sie dann aufsteht, dann kannst du den direkt sehen. Wenn jetzt alles klappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Der Baum sollte etwa 2 Meter hoch sein, also darf nicht höher als 2 Meter hoch sein. Und jetzt habe ich extra den Bus mitgenommen. Den muss ich gleich noch ein bisschen umformen, damit alles reinpasst. Aber ich hoffe, der passt jetzt hier rein. Und ich werde natürlich auch ein bisschen stöbern, was es hier für schöne Vasen und sonstige Sachen gibt. Vielleicht, wenn alles gut klappt, schaffe ich es wirklich, alles umzubauen und aufzustellen, bevor Nancy aufsteht. Ja, ist ja erstmal schwierig, einen Pflanzenhandel zu finden, der so früh morgens schon auf hat. Es ist doch menschenleer hier. Aber das ist hier ein ganz, ganz großer Pflanzenhandel. Und eigentlich machen die erst in einer halben Stunde auf. Aber die Tür stand offen. Das heißt, ich darf rein. Dann sind wir hier schon bei den ganzen Zitrusschichten. Ja. Ich glaube, wir sind Mandarinen. Ja. Morgen. Hier kommen wir schon näher. Hier sind große Zitronen drin, aber der ist zu klein, der Baum. Müssen wir mal gucken, was es so Großes gibt. Boah. Warte mal, ich muss mal kurz Portemonnaie sichern und dann gehen wir mal hier in den Dschungel. Ey, jetzt geht's los. Der sieht toll aus. Guck mal, das ist auch voller Zitronen hier. Wow. Der ist aber das noch zu klein. Ein bisschen zu wenig Blätter, ne? Da hat man direkt Lust auf Zitronensaft. Der ist gar nicht so schlecht. Boah, der ist gar nicht so schlecht. Da! Der da. Der hat einen großen Stamm. Ja, der ist sehr gut. Puh, ich messe ihn mal kurz aus. Das soll etwa 1 Meter sein. 1,20 Meter. Hier gibt es echt unendlich viele Bäume. Das ist so schwer, sich zu entscheiden. Dieses komische Geräusch im Hintergrund sind Vögel, die auf das Dach fliegen. Ich messe noch mal nach, vielleicht verändert sich ja seine Größe, wenn ich noch nachmesse. Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause angekommen. Leider hat es nicht geklappt. Also Nancy müsste schon längst wach sein. Ich habe einfach zu lange gebraucht, da den besten Baum auszusuchen. Und das peinlich war auch, ich habe mir dann einen Baum ausgesucht und habe gesagt, ja, den hätte ich dann gerne. Dann haben sie gesagt, nee, das sind alles Bäume, die hier eingelagert sind. Dann haben sie mir aber Bäume gezeigt, die sie verkaufen. Und die waren doppelt so schön. Und davon habe ich einen mitgebracht. Ah, nicht nur das, ich habe auch Vasen und so einen Kram gekauft. Und das baue ich jetzt auf, aber jetzt muss ich irgendwie Nancy davon überzeugen, dass sie erstmal irgendwo hingeht, damit ich das in Ruhe aufbauen kann. Na, also Plan, Vintage, Urban, Wohnzimmer, Dschungel ist am Laufen noch. Mein Gott, das hat so ewig lange gedauert, bis Nancy endlich verschwunden war. Jetzt ist sie endlich weg. Gott sei Dank sind die Scheiben vom Auto so verdunkelt, dass sie nicht gesehen hat, dass hier was drin ist. Sie ist selber jetzt losgefahren mit dem anderen Auto und kauft Vasen. Ich habe sie wirklich davon überzeugen können, dass sie jetzt heute Vasen kaufen muss. Ja, und dass wir vielleicht nachher nochmal ein paar Pflanzen einkaufen. Aber wenn sie jetzt gleich zurück ist, dann soll alles schon aufgebaut sein. Also, jetzt muss ich mich beeilen. Da ist er, der Baum, der Riesenbaum. Tja, den muss ich jetzt tragen. Das wird ein bisschen anstrengender werden. So, jetzt nochmal Vorher-Nachher-Effekt. Also jetzt sieht es so aus. Nancy hat ja schon in einem Vlog gezeigt, wie sie ein bisschen was umgebaut hatte. So sieht das Ganze jetzt aus. Sie hat den Schrank ja leer geräumt und
will da jetzt viele neue Sachen reinräumen. Ein paar Bücher werde ich noch ausräumen. Pflanzen haben wir auch schon ein bisschen aufgestellt. Sofa, so sieht das Sofa jetzt aus. Das hat er hier sowieso schon in der Vase drin. Das ist... Naja, ich zeige das nochmal. Also in dem Sofa selber ist eine Vase integriert und da haben wir jetzt mal ein paar Pflanzen reingestellt. Da soll jetzt der Baum hin. Also eigentlich ist das hier eine Tischplatte, die steht hier, so dass man da ein bisschen was abstellen kann. Das benutze ich aber jetzt als Untersetzer für den Baum. Ob das nachher alles hinhaut, so wie ich es mir vorgestellt habe, weiß ich nicht. Es riecht extrem krass nach Zitrone. Jetzt schon draußen. Ich freue mich schon darauf, wenn das Ding drin steht. Oh Gott, ich weiß nicht, jetzt mal. Jetzt packe ich euch mal hier auf den Baum. Gut. So geht es schon mal nicht. Passt. Ja, sieht gut aus. Eins. Also da ist jetzt der Baum. Die Vase ist schon sehr prominent. Aber da denke ich mir auch was aus, dass man das so ein bisschen noch begrünen kann, glaube ich. Dass dann was runterwächst. So, also ist ja schon mal ein großer Baum. Mit ganz viel Zitronen schon dran. So, ist noch längst nicht fertig, weil wir machen jetzt weiter. Eigentlich habe ich es mir leicht gemacht, sind ja nur Übertöpfe. Nur die Pflanzen, die jetzt im Wohnzimmer sind, die sollen jetzt auch in andere Töpfe umgepflanzt werden. Beziehungsweise die Töpfe, die wir im Wohnzimmer haben, die nutzen wir jetzt für die anderen Pflanzen. So. Erstmal die da rein. Für den habe ich keinen Topf. Ich hoffe, Nancy bringt einen mit. Die kommen gleich auch direkt hinter das Sofa ans Fenster ran. Dass also hinter dem Sofa auch nochmal grün, so eine grüne Schnur ist, ohne dass sie sehr hoch wachsen. Natürlich, wir wollen ja weiter nach draußen gucken. Ja, die fand ich jetzt schön, aber ich wusste jetzt nicht, wo ich die hinstellen soll. Das werden wir gleich gucken. Ich brauche irgendwie einen Eimer, wo ich die alte Erde reintun kann. Und passt genau mit ein bisschen Hilfe, die ich jetzt folgendermaßen durchführen werde. Jetzt passt das natürlich doppelt so gut. Okay. Das ist eine gute Idee hier gerade. Eigentlich topft man ja immer in größere Töpfe um. Okay, gut, ist ja sowieso alles richtig schon. So, mit der ganzen Liebe, die ich habe, habe ich das mit Wucht hier reingepresst. Also mit heftiger Liebe sozusagen. Gut, jetzt ist es drin und auch sehr hoch, sehr schön. Das kann jetzt gut platziert werden. So sieht das Pflanzenchaos aus. Hier ist noch jemand schwer beeindruckt von meiner Tätigkeit. Sag mal was. Wie bitte? Als erstes werde ich jetzt mal hier ein bisschen nachdekorieren. Ich
weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das ist jetzt so die Perspektive. Das sieht zu ordentlich aus. Wie kann man das jetzt noch ein bisschen auflockern? Das sind jetzt hier die ersten Pflanzen. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt gleich noch ein bisschen tauschen müssen. Jetzt baue ich erstmal als nächstes dort die größere Pflanze hin. Die Perspektive ist ein bisschen schräg. Na gut, also ich finde das gut so. Vielleicht kann sogar da unten noch eine kleine Pflanze hin. Das ist eine gute Idee. So, ich merke schon, es sind zu wenig Pflanzen. Ich hätte noch mehr Pflanzen kaufen sollen. Ja, also jetzt habe ich wirklich die kleinere Pflanze, also eine von den älteren Pflanzen, die vorher in dem Topf war, die habe ich jetzt da unten hingestellt. Und das passt auch sehr gut. Wir kommen dem Ganzen schon etwas näher. Da oben können noch Pflanzen drauf. Die müssen wir noch besorgen. Und es fängt jetzt schon an, nach Zitrone zu duften. Das ist total krass. Und auch die Blätter, also wenn man die reibt, riechen sofort nach Zitrone. Das ist echt krass. Das war eine super Idee. Wir brauchen also keine Zitronen mehr zu kaufen. Die züchten wir dann bei uns zu Hause auf dem Sofa. Komm, du liebe Pflanze, zeig mir, wo du wachsen möchtest. Spricht nichts dagegen, eine Pflanze auch auf das Sofa zu stellen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Also man hätte doch mehr Pflanzen kaufen sollen. Ich hoffe, Nancy ist jetzt überrascht, denn mir sind die Pflanzen ausgegangen. Und Nancy muss ja das gleich noch aufräumen hier. Dann mache ich an dieser Stelle erstmal tschüss, bis gleich, wenn die Nancy wieder da ist und dann bauen wir das zusammen wieder auf. Nancy ist da! Ja. Ich habe schon alles aufgeräumt. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem, was sie dazu besorgt hat. Nachher ein Dicke zu viel wahrscheinlich. Nancy? Hä? Du warst ja gerade einkaufen. Was, ne? Warst du da? Hast du auch schon ein bisschen was besorgt? Ich wenn hoffe du nicht zu viel. Hast du meine Insta-Story nicht gesehen? Nee, ich hatte keine Zeit, das zu gucken. Also wäre der Einkaufswagen ein bisschen größer gewesen, ne? Dann hätte ich vielleicht noch mehr geholt. Mrs., reicht eine Tüte? Hat sie heute Morgen noch gefragt. Ich habe eine Überraschung für dich, mein Schatz. Wo vlogst du denn? Also, als du geschlafen hast... Das ist schon die Überraschung. Das ist die... Und zwar, du wolltest ja Vintage-Pflanzen-Urwald. Urban Jungle wollte ich doch. Sag ich doch. Was hast du denn gemacht? Das ist meine Live-Reaktion. Ja, so. Oh, Justus. Hast du heute Morgen fleißig? Ja. Zitronenbäumchen. Ein Bäumchen, das ist ein gigantischer Baum. Oh, Justus. Also, da reicht ja noch nicht, ne? Muss noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe hab richtig viel eingekauft. Guck mal, was für Pflanzen. Da und da und da und da und da. Ja. Viel, aber es reicht immer noch nicht. Nee. Ja. Achso, du dachtest, das reicht schon. Ja, ich dachte, das reicht schon. Nee, aber die ganzen Hängepflanzen wusste ich, das wolltest du ja noch mit besorgen. Boah, das ist nämlich zu groß. Ist das jetzt 100 Kilo schwer, das Ding? Ja, den habe ich da hingewuchtet, ja. Jetzt kann man da Blumen reintun. Mensch, Justus, was ist denn mit dir los? Schnappst du die Kamera und vloggst? Ja. Bist du mein Ehemann? Ich fühle mich jetzt ein bisschen... Ich wollte heute gar nicht vloggen. Ach so. Aha. So siehst du also aus, wenn aber du dich wenn nicht ich jetzt schon mal da bin, vloggen willst. Jetzt können wir den Rest einkaufen. Es sei denn, du hast ja schon ganz viel gekauft. Hast du Pflanzen gekauft? Ich habe keine Pflanzen gekauft. Ich habe nur Deko besorgt. Ich war bei IKEA und bin komplett ausgerastet. Wie lange war ich da? 2-3 Stunden? 3 Stunden, ja. Oh mein Gott. Ja. Okay, also das Auto ist jetzt voll, ja? Bis oben hin, ja, mein Schatz. Okay, dann hole ich das schnell rein. Die Kinder sind auch schon abgefüttert und so weiter. Wir müssen jetzt nur noch los und... Was vloggst du denn? Ich bin jetzt total baff irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zum Pflanzenladen. Den Rest einkaufen. Das hat einfach Bock gehabt jetzt. Ja, klar, auf jeden Fall. Bock gehabt, das zu stylen und dass wir auch heute fertig sind. Dass wir nicht so drei Wochen und so weiter. Nee, heute wollen wir das fertig machen. Nein. Klar, sicherlich. Das gefällt mir aber nicht, ne? Ja, ich wusste gar nicht, wohin damit. Wir hatten hier so ganz total auf dem Sofa ist es vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Ich wusste nicht, wo ich sonst mit der Pflanze hin soll. Und da ist es so ein bisschen kahl. Dann dachte ich, stelle ich es mal da aufs Sofa. Wir finden schon ein Plätzchen, aber wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr. Ah, das ist ja süß, das hast du ja auch geholt hier. Ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Preisschild ist noch da. Ja. Muss ich gleich mal abmachen. Hey, was ist das denn hier passiert? Oh, Entschuldigung. Gut, also auf geht's. Ich will auch mit in den Vlog. Das ist so komisch. Ich übernehme hier. Ich muss sagen, das ist so süß von meinem Mann, oder? Ich kann es doch gar nicht glauben, dass er einfach so gevloggt hat. Ja, jetzt passiert einmal in 100 Jahren. Jetzt zeigen wir noch schnell deine Sachen. Ja. Das heißt einmal in 100 Jahren. Das ist aber nicht nett.
Naja, also beim Vlog der Justus, ne? Also so richtig so selber die Kamera. Nee, ich dachte ja einmal in 100 Jahren überraschen. Ach so, nein. So, jetzt musst du dich warm einpacken, Justus. Ich denke, ich muss viel tragen, aber wie ich warm. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber ich brauche wirklich alles davon. Also wirklich jedes einzelne Teil. Sonst hätte ich es nicht mitgenommen, wirklich. Ich habe ja jetzt mittlerweile die Story gesehen. Ja, aber du kennst ja nicht das echte Ausmaß. Also. Ja, wieso das echte Ausmaß? Was soll denn das so? Genau, Kofferraum. Oh, du hast. Vorsicht nicht, dass irgendwas rausfällt. Das sind die Kisten, hast du besorgt. Ist noch nicht ganz alles. Vorne auf dem Rücksitz ist noch ein bisschen etwas, aber nur. Das ist jetzt hier urban, vintage. Genau, das ist voll. Nee, wie hieß das andere? Boho. Oh, okay. Hier diese Bassdinger da. Das ist doch voll Boho, oder nicht? Ja, Boho heißt das. Ja, hier habe ich nochmal eine Tüte. Und nochmal zwei von diesen Kisten hier. Die wollten wir nämlich in unseren Bücherschrank reinmachen. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Wir haben ja sehr, sehr viele bunte Bücher von der Elisa. Und die wollte ich dadurch so ein bisschen verstecken. So. Aber geht ja noch, ne? Ach so, ich habe übrigens das allerschönste Bild der Welt habe ich gekauft. Die ist hier drin. In diesem runden Teilchen. Wirklich super schön. Ich hoffe, das passt. Ist nämlich ganz schön groß. Die Community hat sich einen Haul gewünscht. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Es wird ein langer Haul. Versuch das kurz zu halten. Wir wollen ja noch die Pflanzen kaufen. Ach so, ja. Justus hat euch noch was vor. Okay, gut. Okay. Ach so, haben wir das schon gezeigt? Das sind die Bücher, die wir vorne hinstellen möchten, ja. Damit sich das jeder nehmen kann, wie und er möchte. Das haben wir heute noch nicht gemacht. Ach so. Und nicht, dass ihr das als Katzenbrille, ne? Hä? Ja, guck mal. Oh nein, ja. Gehen die Katzen da rein? Ja. Katzentoilette? Mhm. Cookie Maus? Nicht. Cookie, nein, ne? Da darfst du nicht rein. Guck mal, Cookie. Cookie, du darfst das nicht. Dann beginne ich jetzt schon mal den Haul, während Justus noch alles hier reinsteppt. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich werde dir das meiste daher so zeigen. Das geht immer am schnellsten. Also das hier sind diese Körbe. Das habe ich ja schon gezeigt. Davon habe ich insgesamt 5 Stück besorgt. Die sollen dahin, wo jetzt die weißen sind. Ich finde das nicht hübsch mit den weißen. Ich finde, das passt überhaupt gar nicht. Aber ja, vom Prinzip her sind das halt dieselben. Einfach diese Kisten, wo man was reintun kann, verstauen kann. Ich glaube, das wird richtig gut aussehen mit diesen hier in diesem Bast. 5 Stück, weil da unten 4 rein sollen. Und ich wollte noch einen haben für Elisas Spielzeug. Elisas Spielzeug hier ist ja auch immer so ein bisschen rumverteilt. Und den wollte ich jetzt einmal auswechseln, weil das, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen komisch. Das ist so ein altes Ding. Finde ich nicht mehr so schön. Dann habe ich ja diese Riesenbilder gekauft. Der soll dahin. Ich hoffe, das passt. Es ist ein super mega riesiges Bild und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein schönes Bild gesehen. Und zwar ist das ein Pfauenbild. Guck dir das an. Das ist riesig. 1,18 Meter. So groß ist es. Das ist dieses Pfauenbild, Justus. Das ist voll hübsch. Ich habe dafür noch so einen Rand besorgt. Das ist hier drin. Das ist schwarz. Ich hoffe, das passt gut. Ansonsten kann man das auch drüber ziehen. Dann sieht das, Hilfe, dann sieht es so aus, als wäre das über so einer Leinwand. Mein Pfauenbild, Justus. Also das ist ein Poten und das ist der Rahmen dazu, oder? Genau. Eine Monsterer als... Achso, genau. Die Bilder habe ich auch noch besorgt. Interessant. Einfach die zwei hier. Einfach so ein bisschen Dschungel, ne? Die beiden und dann mit goldenem Rahmen. Das kommt dann einfach daneben, neben das Pfauenbild, dachte ich, auch an die Wand. Was ist mit meinem Monet? Dein Fake Monet. Das ist nicht Fake Monet. Das kommt dann weg, mein Schatz. Das brauchen wir dann nicht mehr. Ja, genau. Das müssen wir noch zusammenbauen. Das geht aber richtig zackig und schnell. Dann habe ich diese wunderschönen Schalen besorgt. Also entweder wollte ich das einfach ganz normal für Brötchen haben, für Obst, für Salat, alles Mögliche. Kann man ja einfach benutzen und dann auf den Tisch stellen und dafür auch noch so eine kleine Schale. Es kommt ja bald der Sommer. Da gibt es dann auch Erdbeeren, Obst, Blaubeeren, alles Mögliche. Dann kann man das auch so schön nebeneinander stellen, dann sieht es richtig schick aus. Guck mal, Justus fängt schon an hier zu basteln. Ach, das ging ja einfach. Muss man das nur so aufklappen. Ist ja ganz unkompliziert. Genau, die...
Dann habe ich das hier besorgt. Guck mal, wie süß das ist. Oh, so ein kleines Kännchen, Justus. Guck mal. Das wollte ich dann entweder als Deko auch mit in den Schrank. Wie heißt das andere? Boho. Boho. Boho und Jungle. Boho, das ist aufgeschränkt. Auf jeden Fall finde ich das voll süß. Das gab es auch in grün, falls dich das interessiert, wenn du sowas haben möchtest. Dann habe ich noch so eine kleine Vase besorgt. Die habe ich auch noch einmal in heller. Irgendwo müsste sie hier rumfliegen. Oh, dann ganz, ganz wichtig, habe ich neue Kissenbezüge besorgt. Passend dazu diese hier. Das sind einfach neutralere. Und dann noch, damit es ein bisschen Farbklecks ist, solche grünen. Die sind aber nochmal besonders. Guck mal, die haben hier noch so ein paar Schlaufen. Das fand ich auch sehr, sehr hübsch. Und dann natürlich diese ganzen Kissen, die dann dazu passen. Die haben eigentlich so am meisten Platz weggenommen. Sonst hätte ich gar nicht so viele Tüten voll bekommen. Guck mal, das sind diese ganzen Kissen hier. Ach so, hier sind so kleine Kakteen. Die kommen auch da in den Bücherschrank. So eine riesige Vase. Also guck mal, wie hübsch die ist. Entweder auf dem Tisch oder eben da auch in den Schrank rein. Muss ich mal gucken, wie ich das schön drapiere. Aber so hübsch auf diese Zeichnungen hier. Mega, mega schön. Diese Körbe hier sind so toll. Was macht ihr? Was macht ihr? Mami hat eingekauft. Also diese Körbe sind so schön. Guck mal, entweder hat man die einfach so, dann sieht das so aus. Oder aber man kann die auch so aufmachen. Dann sieht das so aus. Und die kann man auch ganz gut so als Übertopf verwenden für Pflanzen. Das machen ganz viele. Oder man kann da einfach irgendwelche Spielzeugsachen zum Beispiel auch wieder reintun. Und das als Deko benutzen, irgendwo hinstellen. Guck mal, das sieht richtig gut aus, Elisa, oder? Davon habe ich jetzt 2 Stück besorgt. Wo mache ich weiter? Die fand ich auch noch ganz süß. Die kommen auch mit in den Bücherschrank. Sind einfach verschiedene Größen. Einfach nur als Deko. Ich glaube gar nicht, dass ich da irgendwas reintun werde. Das hier fand ich auch noch ganz spannend. Weiß ich noch nicht, ob das gut aussieht. Das ist einfach so ein... Was ist denn das, Justus? Ein 18-Eck? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch einfach so eine Skulptur, die bestimmt auch ganz hübsch aussieht. Im Bücherschrank. Dann habe ich so ein bisschen auch Sachen für den Esstisch besorgt, weil ich da auch ein wenig neuen Flair haben wollte. Einmal so ein Tischläufer. In dieser Farbe hier. Ein Tischläufer. Ja, ein Tischläufer. Das ist ein Tischläufer. Also der kommt einfach in die Mitte des Tisches. Und dann habe ich Platzsets besorgt. Und zwar diese hier. Ich wollte eigentlich andere haben. Also ich wollte eigentlich welche, die so in der Farbe sind. Aber die gab es nicht. Deshalb habe ich jetzt die mitgenommen. Sind aber auch sehr, sehr hübsch mit so schwarzen Linien noch durchgezeichnet. Dann habe ich noch zur Tischdeko so einen goldenen Teller besorgt. Den gab es da auch. Sowas wollte ich sowieso schon immer mal haben. Finde ich total hübsch. Achso, das fand ich mega, mega süß. Porzellankakteen. Ah, das ist eine gute Idee. Das sah richtig süß aus. Das hatten die bei Ikea jetzt auch so ausgestellt. Deshalb habe ich das mitgenommen. Das kann man dann auch einfach da reintun. Komm, wir machen kurz einen Prozess. Das sind einfach so Kleiderbügel, das sind die ganz schmalen, die nehmen nicht so viel Platz weg, das ist sehr, sehr gut. Dann habe ich jetzt 2 Packen mitgenommen. Dann habe ich genau diese Vase hier, die ich dir eben schon einmal gezeigt habe, in dunkel, auch nochmal in hell. Dann habe ich das hier, das ist richtig toll für Salat, das ist auch für die große Schüssel gedacht. Dann habe ich hier nochmal so ein paar Körbchen für die Pflanzen, die wir besorgen werden. Und das finde ich richtig toll. Guck mal, Justus, das sind Schneidebretter. Das ist auch für den Tisch dann. Weil wir schneiden am Tisch, wenn wir Abendbrot essen, meistens nochmal so eine Wurst. Und das kommt dann auch noch richtig hübsch zur Geltung, die Wurst. Hier ist nochmal so ein grünes. Hier ist nochmal so ein Kissen. Achso, und diese Truhe hier habe ich für die Clara besorgt, für ihre Deko-Haustiere. Sie das ganze Futter, was sie so hat, hier reintun kann. Einfach Deckel drauf. Ich glaube, jetzt habe ich dir alles gezeigt, oder? Habe ich dir jetzt alles gezeigt? Guck mal, Justus war währenddessen fleißig. Hat hier schon... Oh, guck mal, wie hübsch das aussieht. Was sagst du? Findest du hübsch? Ja, finde ich gut. Sieht so urban aus. Urban, ja. Sieht voll urban aus. Nee, nicht urban. Boho. Nee, Boho. Oh Mann, wir müssen uns da noch... wir sind da echt nicht so gut drin. Boho, Elisa, genau. Ah, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Also ich glaube, an Deko habe ich jetzt alles, was ich haben wollte. Jetzt geht es darum, alles auch aufzustellen und hübsch zu machen. Justus will das ja heute alles schon fertig machen. Er will gleich sogar auch noch mal mit mir Pflanzen gucken gehen. Jetzt ist hier schon bei den Bildern. Ich würde sagen, ich verabschiede mich aber für heute. Ich vlogge jetzt direkt weiter für den nächsten Vlog, damit du siehst, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis gleich.